Was geht ab, Freunde? Heute geht es um Rurouni Kenshin, einem legendären Shonen-Manga, den ich vor 1,5 Wochen circa beendet habe. Und ich habe Redebedarf. Ich will mit euch darüber reden, wie ich den Manga finde, ob ich ihn weiterempfehlen kann. Um was geht es im Kenshin? Was geht mit dem Autor? Er hat diesen pädophilen Skandal, darüber reden wir später auch noch. Alles Stück für Stück. Liken, teilen, kommentieren, Glocke aktivieren. Und ja, heute mal vor der Kamera. Normalerweise mache ich diese Videos immer ohne Bild. Ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus. Also wie schon gesagt, Kenshin ist ein legendärer Shonen-Manga, der aus der Zeit von Dragon Ball, Jojo, Yu Yu Hakusho stammt. Also wirklich diese legendäre Shonen-Ära, die eine ganze Menge von heute geprägt hat. Der Mangaka war übrigens auch der Sensei von Eiichiro Oda. Also Oda, der Mangaka von One Piece, hat an Kenshin mitgearbeitet. Und ich bin auch der Meinung, dass wir in One Piece eine ganze Menge Einfluss von Kenshin sehen. Aber um was geht es in Rurouni Kenshin? Wir haben hier einen Samurai-Manga, der im historischen Japan spielt, und zwar direkt nach einer Kriegsepoche. Die Story beginnt direkt nach dieser Epoche und ist quasi am Fuße einer neuen friedlichen Epoche. Natürlich hast du einige Charaktere, die aus diesem Krieg herauskommen und immer noch nicht mit dem Resultat befriedigt sind. Sie wollen die alte Zeit zurück, sie wollen die neue Zeit nochmal umstürzen, sie sind mit dem Resultat unzufrieden. Andere haben Leute verloren, die sie rächen wollen. Andere haben Leute verloren, die sie am liebsten zurückbringen wollen. Und somit ist jeder Charakter in dieser Geschichte belastet mit seinem eigenen Päckchen. Und das ist so eine gute Voraussetzung für eine richtig geile Story. Und so auch unser Hauptcharakter Kenshin. Denn er war einer der Hauptprotagonisten in diesem großen Krieg. Er ist durch diesen Krieg ein legendärer Krieger geworden, der eben als Resultat von diesem Krieg gezogen hat, dass er nicht mehr kämpfen will. Er will nicht mehr morden. Und das ist so sein neues Hauptziel, womit er sich in diesem Manga auseinandersetzen muss. Und damit, dass er diese neue friedliche Zeit wahrt und wirklich die letzten Schritte dazu quasi seinen Beistand leistet. Das bedeutet, Kenshin ist kein Protagonist, wo wir hier anfangen und da aufhören, sondern bei Kenshin fangen wir in der Mitte an. Und im Laufe der Story erfahren wir Sachen seiner Vergangenheit und Sachen über seine Zukunft eben. Das ist halt eben das Geile an seinem Charakter. Er ist unfassbar dynamisch. Er hat zum Beispiel diese Kreuznarbe an der Backe, wo du einfach vom ersten Chapter an weißt, diese Narbe ist in diesem Krieg passiert und wir werden erfahren, wer sie ihm zugefügt hat, was es damit auf sich hat. Und du freust dich halt die ganze Zeit drauf. Du freust dich die ganze Zeit drauf, Sachen zu erfahren, die in Kenshin seinem alten Leben passiert sind. Und natürlich hat er auch einen Haufen Feinde, die quasi Angehörige sind von Leuten, die er zum Beispiel im Krieg vielleicht auf dem Gewissen hat. Versteht ihr, wie ich meine? Kenshin, sein Leben ist geplagt von alten Problemen. So, er wird dir seine Vergangenheit nicht los. Wenn du einmal gemordet hast, dann wirst du das nicht mehr los. Zum Beispiel, du bringst jemanden um, derjenige hat Familie. Die Familie will dich umbringen. Und solche Sachen sind eben die Hauptprobleme in Rurouni Kenshin. Ich würde sagen, sehr nachvollziehbare Motive, oder? Und das ist eben das Coole. Wirklich jeder Charakter in Kenshin hat ein krass nachvollziehbares Motiv, alleine weil das Worldbuilding von Kapitel 1 an wunderbar gesettet ist. Und genauso ist es auch mit unserem Main Squad, denn Kenshin ist nicht alleine. Er hat einen 5-köpfigen Squad, glaube ich, der übrigens auch sehr divers ist. Wir haben tolle weibliche Charaktere, wir haben junge Charaktere, wir haben alte Charaktere. Kenshin hat einen Rivalen, es gibt Polizeibeamte, es gibt Privatarbeitende und es ist wirklich krass, wie gut die Dynamiken von Kenshin zu diesen Charakteren sind. Die Leute, die ihn vom Krieg noch kennen, die Leute, die ihn erst danach als friedlicher Mensch kennengelernt haben, der seine ganze Vergangenheit eben bereut, das hat der Autor wirklich, wirklich genial hinbekommen. Ein großer Pluspunkt für diesen Manga ist, wie ihr schon merkt, vor allem das Storytelling. Weil du hast vor allem am Anfang von Kenshin viele kleine Arcs, wo sich dann zum Beispiel ein Side-Character aus Kenshin, seinem Squad, in den Vordergrund drängelt und mal für 4-5 Kapitel so seinen Moment hat, so seine kleine Geschichte. Also die Side-Character sind wirklich lebendig in diesem Manga. Und diese kleinen Geschichten sind super rund, von vorne bis hinten, abgeschlossene Stories,
mit Entwicklung, mit einem geilen Plot, mit einem einzigartigen Plot. Und da hat man schon gemerkt, wie viel Potenzial in diesem Manga steckt. Weil, ich gebe es zu, die ersten 40, 50 Kapitel war ich noch so ein bisschen skeptisch, so, ah, wird es dem Hype gerecht? Und man hat schon immer gemerkt, wie viel Potenzial drin steckt. Wenn man den Manga abgeschlossen hat, weiß man, ich habe gerade einen der besten Shonen aller Zeiten gelesen. So, no joke. Dann wollte ich noch mit euch ein bisschen über das Paneling reden, weil das Paneling in Kenshin ist heftig einzigartig. Es ist ein Paneling, das eher von oben nach unten geht, was eher Shoujo-typisch ist und was bei Shonen eigentlich gar nicht so vorkommt, weil du weniger Platz zum Erklären hast. Und Shonen brauchen nun mal viel Platz zu erklären. Aber diese länglichen Panels, wie sie Kenshin hat, sorgen dafür, dass du sehr viel mehr Kraft und Distanz in Panels bringen kannst, was bei Samurai-Schwerthieben heftig gut funktioniert. Das funktioniert krass gut. Also lasst euch nicht abschrecken vom Paneling, weil ich fand das am Anfang auch ein bisschen komisch. Ich dachte mir, hä, was sind das für längliche Panels? So, das machen eigentlich Romance-Manga und so, wisst ihr, wie ich meine? Weil du viel Gesichtsausdrücke und so damit ausdrücken kannst. Und plötzlich macht das ein Shonen, so wie ich es noch nie gesehen habe, und es funktioniert einfach verdammt gut. Also jeder, der das gelesen hat, kann bezeugen, die Panels in Kenshin klatschen. So ein Schwertschnitt sieht richtig schmerzhaft aus. Du spürst richtig den Slash und die Art, wie der Mangaka Blut zeichnet, ist auch furchtbar interessant, weil das wirklich so richtig splattert. So, du siehst so richtig so eine Blutexplosion fast schon rausspritzen, was wirklich sehr hart abgeht. Über was wollte ich noch reden? Ja, ein kleiner Nachteil an Kenshin, also es ist kein Nachteil, aber für viele von euch könnte das ein Nachteil sein. Ich möchte das kurz erklären. Kenshin funktioniert nach der alten Schule, also Dragon Ball, Jojo mäßig. Die Charaktere benennen alle ihre Attacken, Leute lassen 1 gegen 1 Kämpfe zu, obwohl es um Leben und Tod geht. Weißt du, die Side-Character mischen sich nicht ein und so. Das wird zwar begründet mit Sachen wie Ehre und sowas und Stolz, aber ich glaube, viele von den heutigen Manga-Anime-Fans können damit nicht so viel anfangen, weil es eben nicht der Zeit entspricht. Wisst ihr, wie ich meine? So bei Dragon Ball und Jojo und so ist das auch so. Du lässt die Leute kämpfen, man mischt sich nicht ein. Aber wenn du zum Beispiel ein Chainsaw Man oder so ankommst, das würde nie passieren. Der Typ würde von der Seite kommen und dem Gegner von hinten in den Bauch stechen oder so ein Scheiß. Und das ist eben so eine Sache, die bei Kenshin halt nach der alten Schule funktioniert. Ich mag das, kann man als Kritik oder Nachteil auslegen, definitiv. Ja, die zwei Antagonisten in Kenshin. Also wir haben zwei große Antagonisten und die sind wirklich beide genial geschrieben. Ich kann euch gar nicht sagen, wen ich besser finde. Der eine ist absolut badass und krass geschrieben und der andere ist ein bisschen weniger badass, aber noch viel besser geschrieben. Also dem sein Motiv und dieser Flashback und dieser gesamte Enishi-Arc, es ist Wahnsinn, ohne Scheiß. Also Kenshin, so das erste Drittel müsst ihr euch vielleicht ein bisschen durchkämpfen, aber das zweite und das dritte Drittel sind absolut Peak Shonen. Also ich kenne wenig Battle-Shonen, die so vollkommen sind. Die Geschichte von Kenshin, seine Vergangenheit, seine ganze Story, es ist so vollkommen in jeder Hinsicht, dass ich schon sagen würde, Kenshin ist einer der besten Protagonisten in ganz Anime-Manga. Ich rede nicht nur von Shonen. In Shonen ist er locker Top 3. Ich rede davon, dass Kenshin einer der besten Protagonisten in ganz Anime-Manga ist. Ich würde sagen, Top 10. Dann lass uns kurz über den pädophilen Skandal reden, den der Mangaka am Hals hat. Denn dieser Typ ist verknackt worden für Pädophilie. Ich weiß gar nicht, ob er gesessen hat. Auf jeden Fall hat er das Urteil gesprochen bekommen. Er hat Kinderpornografie besessen. Und viele Leute wollen allein aufgrund deswegen schon kein Kenshin lesen oder nichts damit zu tun haben. Ich kann es nachvollziehen, aber ich bin der Meinung, man sollte Künstler von seiner Kunst definitiv unterscheiden. Ich sag, der Typ ist ein Bastard, trotzdem ist sein Manga genial. Das ist einfach so. Kenshin ist ein wunderbarer Manga, scheißegal, was der Typ gemacht hat. So, das kann man nicht anders sagen. So. Und diese Tatsache eben, dass Kenshin dieses Image hat, springt da auch ein bisschen mit rein, ob ihr den Manga auf Deutsch kriegt. Weil ich habe Kenshin im Netz gelesen
Es gibt den Manga auf Deutsch, aber er ist stark vergriffen. Also ihr kriegt ihn eigentlich nur noch gebraucht auf Deutsch. Ihr müsst auf eBay oder sowas schauen. Oder wir hoffen auf eine Neuauflage. Aber aufgrund dieses pädophilen Skandals glaube ich nicht, dass Kenshin in Deutschland je eine Neuauflage bekommen wird. Eben weil ich nicht glaube, dass Deutschland dazu bereit ist, Künstler von seiner Kunst zu trennen. Und die Wahrscheinlichkeit ist zu hoch, dass ein Verlag irgendwie in einen Skandal gerät. Also ich glaube nicht, dass sich ein deutscher Manga-Verlag das traut. Auch wenn es schön wäre, andererseits ist es auch gut, dass der Mann einfach kein Geld mehr verdient. So, er ist halt ein Pedo. Jedoch, wisst ihr, wie ihr den Manga kriegt? Ihr könnt auf eBay die deutsche Version finden, solltet ihr eigentlich noch bekommen. Oder ihr wisst schon, wie man Manga illegal liest. Dann, Kenshin hat eine offizielle neue Anime-Adaption angekündigt bekommen. Kenshin hat einen alten Anime, der ist auch sehr gut, aber der wurde nie beendet. Also die gesamte Story von Kenshin wurde nie komplett adaptiert. Jetzt kriegen wir einen neuen Anime. Wer weiß, wie erfolgreich der wird. Wer weiß, ob der komplett adaptiert wird. Jedenfalls bin ich krass hype drauf. Und da seht ihr schon den Unterschied von Deutschland zu Japan so. Die trennen eindeutig Künstler von seiner Kunst. Und es ist einfach traurig, diese pädophilen Skandale. Aber ich bin trotzdem froh, dass Kenshin neu animiert wird. Wann der neue Anime erscheint, ist bis jetzt unklar. Wir wissen es noch nicht. Jedenfalls würde ich so sagen, 2023 soll es soweit sein. Wir haben auch leider noch gar keinen Trailer dazu. Und ja, das war so ein bisschen meine Meinung zu Kenshin. Also riesengroße Empfehlung. Es ist ein toller Battle Shonen. Kenshin ist ein toller MC. Wir haben heftig gute Antagonisten. Wir haben einen sehr, sehr starken Sidecast. Und das war's von mir. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Pädophilskandal von ihm in die Kommentare. Das würde mich krass interessieren. Und falls ihr Kenshin gelesen habt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Kenshin findet, weil eigentlich jeder, der es gelesen hat, findet es übertrieben gut. Damit die Leute einfach mal sehen, wie gut dieses Werk ist, weil viele haben bestimmt noch nie was von Kenshin gehört vor diesem Video. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Mal.